Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier so zahlreich erschienen seid. Wir sind heute hier bei den Lightning Talks. Das heißt, das ist der Slot, wo ihr noch spontan mal eben einfach einen Vortrag halten könnt. Ihr habt jetzt gleich sogar noch die Gelegenheit, während die anderen laufen. Wir sind nämlich nicht voll gebucht bei den Lightning Talks, euch zu überlegen, ob ihr nicht irgendwas erzählen wollt spontan. Sei es jetzt für 5 oder 10 Minuten. Und ihr meldet euch einfach bei mir. Oder wenn ich dann gleich frage und könnte noch mal was halten. Ansonsten würden wir nämlich eigentlich schon loslegen. Ich hätte jetzt gerne noch mal, es gab 2 Anmeldungen, noch mal eine Handmeldung, ob und wer da ist. Okay, dann haben wir erstmal nur einen. Ah, aha, noch einen zweiten. Ich kann es eh nicht lesen, es kann nur das Content-Team lesen. Aber das ist perfekt, dann darfst du nämlich eigentlich anfangen. So viel Glück auf einmal, direkt. Thomas Waldmann. Und du machst zu früh, ne? Irgendwie. Was über günstige Hardware. Okay. Alright. Dann haben wir jetzt hier gleich einen Vortrag über günstige Hardware. Ich bin schon mal gespannt und viel Spaß damit. Ha, Beamer tut auf Anhieb, unglaublich. jetzt. Okay, das ist was, also ich habe den Vortrag schon mal gehalten, aber es war auf der Europython, von da hoffe ich mal, dass hier nicht so arg viele Überlappungen sind. Es geht was ich so ungefähr vor einem Jahr entdeckt habe. Mein Problem war einfach, ich hatte so ein nettes, dünnes Notebook, so ein Ultrabook und das ist natürlich so ganz nett für unterwegs, aber wenn man so richtig Rechenpower braucht, dann kommt das Ding halt doch ein bisschen in Stress und rechnet dann einen Tag lang an irgendwelchen Dingen rum und ich wollte einfach was Stärkeres haben und dann war halt so die Idee, ja, kauft man sich jetzt ein stärkeres Notebook, aber irgendwie groß und heiß und laut und so, auch nicht so toll. Kauft man sich irgendwie eine tolle, große, neue Kiste, dann durfte man damals extrem viel Geld für RAM anlegen, weil RAMs da gerade ja ziemlich teuer waren. Und dann habe ich was entdeckt und das entspricht so ein bisschen dieser ThinkPad Refurbished Idee. Ja, also man kann ja ThinkPads nicht nur neu kaufen, man kauft die einfach gebraucht, 1, 2, 3, 4 Jahre alt und dann sind die irgendwie viel, viel günstiger und irgendwie immer noch gut. Und genau die gleiche Idee kann man eigentlich auch mit Workstations machen. Wenn ihr so ein Ding neu kauft, dann könnt ihr so gefühlt 2.000 bis 10.000 Euro ausgeben. Das ist dann für die meisten so doch ein bisschen viel. Und deshalb kaufen sich Privatleute auch meistens keine Workstations, sondern halt nur so Firmen und Ingenieure und so, wo da halt irgendwelche teuren, wichtigen Dinge drauf machen. Und also meine Motivation war so ein bisschen, ich brauchte eine Kiste, um automatisierte Tests laufen zu lassen. Und ihr seht ja in meinem T-Shirt, ich mache Borg-Backup-Softwareentwicklung und ich tue das Ding halt dann testen auf allen möglichen Linuxen, auf BSD, auf OS X, auf OpenIndiana. Also dass man halt weiß, dass das Ding einfach tut dann auf den verschiedenen Plattformen. Und man kann das dann einfach mit virtuellen Maschinen machen. Dann habe ich halt eine große fette Kiste mit einem Haufen virtuellen Maschinen drauf und lasse da halt meine automatisierten Tests in diesen virtuellen Maschinen laufen. Man kann auch andere Dinge machen. Man kann Games zocken, man kann Multi-Server-Client-Konfigurationen testen. Also wenn man so ein bisschen mehr Power und mehr RAM hat, kann man eigentlich recht nett viele Dinge machen. Und also so die Idee, man nimmt eine gebrauchte Workstation. Und im Prinzip eine Workstation ist einfach ein dicker, fetter PC, wenn man so will. Manchmal auch qualitativ so ein bisschen besser noch von der Hardware her, nicht so bastelig wie ein PC. Oft auch Dinge einfach so mit 1, 2 Handgriffen austauschbar, ohne viel Schrauben. Aber im Prinzip könnt ihr es euch einfach als kräftiger PC vorstellen. Und Workstation bedeutet halt, das Ding steht am Arbeitsplatz. Also das ist nicht irgendein lauter Server, der für irgendeinen Rack gedacht ist, wo man Ohrenschützer braucht, weil der so viele Lüfter hat. Sondern es ist ein Gerät, wo so halbwegs noch leise ist, dass man es am Arbeitsplatz auch betreiben will.
Und so vom Alter her ist es halt so, also nagelneue Dinger sind sehr teuer, habe ich ja schon erwähnt. Aber man kann also vom Alter her eigentlich bis Ivy Bridge oder Sandy Bridge zurückgehen. Das ist immer noch irgendwie akzeptable Hardware. Wenn man noch älter geht, ist vielleicht nicht mehr so empfehlenswert, dann braucht es halt noch viel mehr Strom und bringt halt dann doch etwas weniger Rechenleistung. Und ich habe also vor allem das Beispiel Ivy Bridge drauf, weil das ist praktisch die neueste Hardware, die man kriegt, wo noch DDR3 RAM reinpasst und wo noch kein DDR4 haben will. So kann dann sowas aussehen. Das ist jetzt ein Beispiel, gibt es natürlich auch von HP und von anderen Herstellern. Aber ich hatte mir diese hier rausgesucht, jetzt funkt mir gerade mein Cubes dazwischen. Ich hatte mir diese rausgesucht, weil sie relativ hübsch aufgebaut ist. So ist nicht so ein riesen Kabelverhau wie bei den meisten PCs. Das Netzteil ist einfach mit einem Handgriff rausziehbar, einfach so, falls es mal kaputt ist. Und ist also eine relativ nette Hardware. Diese zwei schwarzen Dinger, wo ihr da quer seht, das sind die RAM-Module drunter. Und zwar insgesamt 8 Stück. Das schwarze zwischen diesen zwei horizontalen schwarzen Dingern, da ist der Prozessor drunter. Ist kein Passivkühler, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Der Lüfter ist einfach versteckt in der Mitte. Und unten halt noch so ein paar Slots und rechts unten kann man Festplatten und SSDs und so einbauen. So sieht das Mainboard aus. Da passt ein Xeon-Prozessor rein. Also Xeons, das sind so die Server-Workstation-Prozessoren, wo zum Beispiel auch Fehlerkorrektur im RAM können. Das können ja so die PC-Prozessoren nicht aus politischen Gründen. Aber hier halt ein bisschen bessere Hardware, die normalerweise auch sehr teuer ist. Wenn man es noch größer haben will, das Ding gibt es auch als Zwei-Prozessor-Ausführung. Ist dann halt ein bisschen eine größere Kiste und ein bisschen lauter. Passt noch mehr RAM rein, noch mehr CPU-Power. Und bei den CPUs habe ich festgestellt, wenn man die neu kauft, ja, damals, wo die noch frisch waren, zahlt man halt so 250 für die ganz kleinen, die man aber eigentlich eh nicht haben will. Und die größten Dinger, die liegen so bei 2.500 Euro, nur für den Prozessor-Chip. Also da ist der Rest von der Workstation noch nicht dabei. Ja. Wenn man die jetzt aber ein paar Jahre später kauft, dann kann man die halt gebraucht kaufen. Und dann zahlt man halt keine 2.500 Euro mehr, sondern halt nur noch 300, 400, vielleicht auch nur noch 150. Also ist deutlich attraktiver. Und da der Anwuchs an Rechenpower in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig war von der Core-Technologie, kann man die immer noch verwenden. Also ist kein lahmer Kram, die haben durchaus ziemlich viel Power und auch sehr viel interner Cache und so. Man sieht es zum Beispiel an dem Quad-Core, der hat immerhin 3,7 GHz, kann bis so 4 hochtakten. Also so arg viel weiter sind wir inzwischen auch nicht mehr. Wenn ihr euch gerade das neueste, tollste kauft, kommt er halt vielleicht von 4 bis 5 GHz. Aber es ist jetzt nicht so, dass die neuen jetzt doppelt so schnell wären oder so. Und der 8-Kerner zum Beispiel könnte für viele interessant sein. Da hat man halt quasi in der Breite doppelt so viele Cores. Und vom Taktfrequenz her ist der immer noch relativ hoch. Der hat 3,3 Grundtakt und der kann sogar bis 4,0 Turbo takten. Das heißt, wenn man nur wenige Cores benutzt, hat man eigentlich keinen Nachteil. Der ist genauso schnell wie dieser 4-Kerner. Preislich halt ist er ein bisschen teurer, aber gebraucht durchaus auch so 250 Euro oder sowas. Also relativ günstig. Wenn ihr noch eine Generation älter geht auf Sandy Bridge, wird es noch viel billiger, weil da sind Unmengen von Teilen auf dem Markt. Ja. Allerdings wird es auch ein bisschen wärmer, ein bisschen höherer Stromverbrauch und so. Also da muss man sich ein bisschen überlegen, was man dann will. Einer der Knackpunkte noch ist, die Dinger wollen DDR3-Speicher haben, und zwar nicht den normalen, wo ihr in PCs reinstecken könnt, sondern Serverspeicher mit ECC registered, also mit Fehlerkorrektur, mit Register. Und da die in normale PCs nicht reinpassen, ist das quasi ein völlig separater Gebrauchtmarkt von den normalen PCs. Und da die ganzen alten DDR3-Server quasi ausgemustert werden und durch neue DDR4-Server ersetzt werden, ist da ein unheimlich großes Angebot an gebrauchten Speichermodulen da. Und die haben also so typischerweise 8 GB pro Modul und in die Kiste von vorhin könnt ihr 8 reinstecken. In die zweite Kiste sogar 16, also da habt ihr Speicher ohne Ende und es kostet nicht viel Geld, weil es gebraucht ist. Das ist der 8-Kerner, der interessante. Wie gesagt, 3,3 bis 4,0, 8 Cores, 16 Threads.
Und hier seht ihr, das ist allerdings nicht ganz aktuell, die Preise auf der Folie. Inzwischen ist es bei DDR4 ein bisschen besser wieder geworden. Also das ist Stand so vor circa einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht. Da haben halt die neuen Dinger 10 Euro pro Gigabyte gekostet und die gebrauchten Dinger waren halt 2,50 Euro pro Gigabyte. Ja. Und da könnt ihr euch ausrechnen, da kann man dann auch ein bisschen mehr RAM haben, ohne dass man jetzt arm wird, nur an den RAMs. Und ein normaler PC hat halt so 2 bis 4 RAM-Slots. Die Workstation, die hat halt 8 oder sogar 16, wenn man die größere nimmt. Also da passt auch einfach mehr Module rein. Und ihr braucht keinen Stress euch machen mit irgendwelchen RAM-Fehlern. Da hat es halt Fehlerkorrektur drin, das hat halt ein normaler PC nicht. So sieht so ein Ding aus. Passen wie gesagt nicht in normale Rechner rein, nur Server und Workstations. Was man auch noch machen kann als Trick, wenn man so ein bisschen Power haben will, man braucht in so einer Workstation, die etwas älter ist, üblicherweise eine SATA-SSD zum Booten, weil der einfach nichts anderes kann wie SATA. Ja, das ist quasi das modernste gewesen damals. Was man aber machen kann, man kann einfach eine PCI Express-Steckkarte, die auf M2 adaptiert, sich kaufen und da so eine nette neue M2 PCI Express-SSD reinstecken. Und da kann man, obwohl das ein älteres Gerät ist, so 3,5 Gigabyte pro Sekunde kurz mal auf diese schnellere SSD runterlesen oder draufschieben. Und diese Adapter kosten nicht viel Geld und diese M2 PCI Express-SSD ist auch Standardware. Also man hat dann trotzdem, obwohl das ein altes Ding ist, einen relativ schnellen Massenspeicher drin. Wenn man ein passendes Mainboard kauft, kann man sogar noch einen speziellen Trick machen. Man kann einen 16-fach-Slot nehmen, also dieser X16-Slot, und kann eine spezielle Karte, die auf 4 SSDs adaptiert, reinmachen, also 4x4 quasi. Das tut allerdings nur auf Mainboards, die das speziell unterstützen. Das Feature heißt Bifurcation. Also das müsst ihr vorher in der Doku abklären, sonst kann halt sein, dass es nicht tut, wenn ihr das machen wollt. Ist leider oft eher schlecht dokumentiert. So sieht so eine Adapterkarte aus, wenn man sie nur für eine SSD benutzt. Die hat jetzt sogar einen Kühler noch dabei. Und da seht ihr ja dieses kleine graue Slot, das ist für das M2, da wo praktisch die Tischplatte durchscheint. Und unten passt sie in einen ganz normalen PCI-Express-Slot. Der Kühler ist deshalb da, weil die Dinger warm werden, wenn man kräftig Last drauf gibt und dann die Performance runtergeht. Also wenn man viel mit virtuellen Maschinen oder großen Dateien arbeitet, lohnt es sich vielleicht, das Ding zu kühlen. Ein bisschen im Auge behalten den Stromverbrauch. Das ist eher was für Leute, die das nicht dauernd anhaben wollen. Also wenn ihr das Ding 24/7 betreibt, braucht es relativ viel Strom. Da würdet ihr also besser fahren, wenn ihr euch eine modernere, stromsparendere Hardware kauft. Aber wenn ihr nur so ab und zu mal Power braucht, um halt eure Tests laufen lassen oder so, dann macht ihr das einfach über Wake on LAN an, lasst eure Tests laufen und macht es halt danach wieder aus. Kann man auch per Fernbedienung machen, muss man nicht unbedingt daneben sein. Ja, und hier noch der Tipp, das wisst ihr aber alle, bei Laptops geht es im Prinzip genauso. Einfach refurbished Laptops kaufen, gibt es auch so Workstation-Class-Laptops, die haben auch so ein bisschen mehr Power, kann man auch mehr RAM reinstecken und kann man teilweise also ähnliche Preisvorteile machen. Okay, das war's soweit. Wer Fragen hat, einfach Bescheid sagen. Wunderbar, danke dir. Wir haben jetzt hier noch eine Einreichung gehabt. Aaron, ist er hier? Ah, wunderbar. Dann darfst du jetzt direkt als Nächster. Hast du Laptop oder irgendwas dabei? Nein. No. Wait, you need a microphone or? Can you guys hear me back there? No, please take a microphone. Can you guys hear me? All right, my name is Aaron Gilby. I'm not going to take the full 10 minutes. I'm going to be brief because I'm just going to ask a question to see if what the interest is in the local community to maybe build the climatechy scene. What I mean, I have to talk about myself a little bit first. I am a person who's interested in climate change and trying to develop technological solutions in that respect. Currently on Twitter, I'm Climabot, and that is an app that tries to provide recommendations related to heat stress injuries. You know, it's great to have like warning systems that are saying, hey, it's a red day, don't go out. And that's all that they tell you. They don't tell you that you need to stay inside.
So the Climabot is something that tries to take meteorological data and spits it out to provide relevant advice for the day in the given moment. Another project I'm working on is with Microsoft's AI for Earth grant program and a team out of Berlin, Zurich, and a few other places here in Germany. We are trying to devise a clean air route planning API so that people who are more sensitive to pollutants or people who just want to walk in cleaner air, instead of their path being planned by distance, it's based upon air quality. So these are a couple of projects that I'm interested in doing, and I'm wondering if there are people here in the crowd tonight that are of a like mind and would like to maybe build a professional network in this direction. So I'll be around for a little bit. Just come up to me, talk, let's exchange information, and I would love to meet you. Thank you. Can you tell? Okay, so just another question, like, how is it best to reach you? Climabot with a K. You can reach me on Twitter on that one, on that handle. You can reach me at aaron.gilby@outlook.com, traditional email. Again, I'll be hovering around later on, so feel free to just talk with me later. Thank you. Great, thanks. Okay, so direkt im Anschluss der nächste Talk, der gerade spontan eingereicht wurde. Ich glaube, wir brauchen einen kurzen Moment. Wir hoffen, dass es direkt funktioniert. Das hat ja bisher gut geklappt. Wunderbar. Hat auch direkt funktioniert. Also würde ich sagen, herzlich willkommen und viel Spaß mit dem nächsten Lightning Talk. Hallo? Jetzt, okay. Hallo. Would anyone prefer if I do it in English? Okay. I wanted to tell you about a little, sorry. Yeah, you can try that and see what happens if you have a laptop. Like, I wanted to talk to you about a little vulnerability class where you can have a lot of fun. So if you go to this URL, actually if you do it in a browser, it probably won't work due to HSTS. But if you do this, it says hello GPN. And you may wonder why some subdomain which belongs to this company Microsoft says hello GPN. It's not a trick, like I'm not doing this in this network, that's really what this subdomain will give you, and that is because I kind of own it. So you may wonder, I switched to English at some point, sorry. Okay. Ich mache auf Deutsch weiter. Ja. Jetzt fragt ihr euch, also warum, was mache ich hier und warum habe ich eine Domain von Microsoft? Und der Grund ist eine Klasse von Sicherheitslücken, die man Subdomain Takeover nennt. Und Microsoft interessiert sich in der Regel nicht so sehr dafür. Ich habe so Sachen an die schon reported, keine Ahnung. Und zwar, das Ganze hat mit der Cloud zu tun. Wenn ihr jetzt, nehmen wir an, ihr seid in irgendeiner Firma und ihr wollt ein Projekt starten mit einer Webseite in der Cloud. Das heißt, ihr geht zu irgendeinem Cloud-Service, AWS, Azure, Google Cloud, whatever, und erstellt dort eine Webseite mit was auch immer die dort an Services haben. Und dann wollt ihr die aber natürlich nicht unter Azure-Websites.net oder wie auch immer laufen lassen, sondern auf eurer eigenen Domain, vielleicht auf einer Subdomain von eurer Firma. Also, und wie das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante, wie das oft läuft, ist, dass man einen CNAME für die Subdomain setzt im DNS-Server. Das heißt, alle Requests werden redirected, dann trägt man die Subdomain bei dem Cloud-Service entsprechend ein. Und dann läuft die Webseite auf dieser Subdomain.
Nur was passiert, wenn man das Projekt wieder beendet? Dann löscht man die Webseite bei dem Cloud-Service. Klar, weil kostet Geld, Projekt ist vorbei, brauchen wir nicht mehr. Den DNS-Eintrag, den kann man dann vergessen, weil der kostet üblicherweise nichts. Weil, also selbst wenn ich jetzt auch den DNS beim Cloud-Service habe, üblicherweise rechnen die keine einzelnen DNS-Entries ab. Wenn ich dort DNS-Service habe, dann kostet es halt nichts. Oder wenn ich meinen eigenen DNS-Server habe, ist eh egal. Insofern brauchen wir uns um diesen DNS-Eintrag nicht weiter kümmern. Und was dann natürlich passieren kann, ist, dass jemand anderes sich diese Webseite wieder registriert. Ist ja jetzt wieder frei, wir haben sie ja gerade gelöscht und Spaß damit haben kann. Ich habe euch noch ein kurzes Video. Und zwar in Edge kann man, ich halte es mal kurz an, ab Windows 8 eine Webseite auf die Kacheln pinnen. Das ist das Zeug, was so im Startmenü, ne? Oder bei Windows 8 war es auf dem Desktop. Macht er jetzt hier bei verschiedenen Webseiten, die das alle unterstützen. Und wie das technisch funktioniert, ist, dass da ein Tag ist, der auf eine XML-Datei verweist und üblicherweise ist diese XML-Datei bei einem Service, der mal Microsoft gehört hat, zwischendurch hat er auch mir gehört, inzwischen ist er abgeschaltet. Genau, dann kann man halt quasi mit dieser XML-Datei entscheiden, was in diesen Kacheln angezeigt wird. Und es sah dann halt auch mal so aus, ne? Was lernen wir daraus? Ihr solltet DNS-Einträge nicht rumliegen lassen, wenn ihr sie nicht mehr braucht, sondern löschen und dann passiert es auch nicht. Das war's. Dankeschön für den erheiterten kurzen Einblick. Wir haben jetzt noch freie Slots. Wer Interesse hat, irgendwas zu erzählen oder wie eben gerade auch vielleicht für ein Projekt nach Leuten sucht, hätte jetzt die Gelegenheit. Oh, da haben wir ja direkt eine Meldung. Dann auf die Bühne und du wärst glücklich. Vielen Dank. Ich bitte darum, nach 3 Minuten von der Bühne wieder gepfiffen zu werden, weil sonst wird es langweilig. Ich möchte von einer Zahl erzählen, die halt sehr, sehr geil ist. Das ist Grahams Zahl. Grahams Zahl ist sehr, sehr groß. Grahams Zahl würde nicht in dieses Universum passen, auch wenn wir alles Material im Universum, alles Planeten, alle Sterne verwenden, um irgendwie Papier und Bleistift draus zu machen. Würde auch nicht dann passen, ins Universum passen, wenn wir alles Material verwenden würden, um SSD-Karten zu speichern oder sowas. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wie viele Ziffern diese Zahl hat. Auch die Anzahl Ziffern passt nicht in dieses Universum. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viele Ziffern die Anzahl Ziffern dieser Zahl hat. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viele Anzahl Ziffern die Anzahl Ziffern, die Anzahl Ziffern diese Zahl hat. Wenn ihr jetzt fragt, alter Ingo, wie oft musst du denn sagen, Anzahl Ziffern von, damit es ins Universum passt, kann ich euch nicht sagen, passt nämlich nicht ins Universum. Grahams Zahl ist geil. Jetzt fragt euch alle, alter, wie funktioniert diese Zahl? Ganz einfach, ihr kennt alle Plus, ihr kennt auch Mal, ihr kennt auch Hoch. Stellt sich raus, es geht danach noch weiter. Die nächste Rechenoperation nach Plus mal hoch heißt Hyper. Okay? Ihr wisst ja irgendwie, mal rechnen ist mehrfaches Addieren und ihr wisst hochrechnen, exponentieren ist mehrfaches Multiplizieren. Was ist Hyper-Hyper-Rechnen? Hyper-Hyper-Rechnen ist mehrfaches Hochnehmen. Also zum Beispiel 2 Hyper-Hyper 5, Hyper-Hyper schreibt man als 2 Pfeile so nach oben, 2 Hyper-Hyper 5 ist halt 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2, 5 mal. Okay, Hyper ist geil, aber was ist noch geiler? Hyper-Hyper-Hyper. Okay, was ist Hyper-Hyper-Hyper? Das ist halt mehrfaches Hyper-Hyper-Nehmen. Ja? Also zum Beispiel 2 Hyper-Hyper-Hyper 5 ist 2 Hyper-Hyper-2, 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 Hyper-Hyper-2. Okay, und jetzt kann ich euch erklären, was Grahams Number ist. Grahams Number ist folgende Zahl. Es fängt an mit 3, dann 4 Hyper-3. Das ist schon eine Zahl, die größer ist als das Universum und wo die Anzahl der Stellen nicht und so nach passt und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht Grahams Number, das ist nur der Beginn von Grahams Number. Also Grahams Number beginnt mit der Vorstellung, dass man 3 Hyper-Hyper-Hyper, 4 Hyper-Hypers 3 macht. Dann macht man 3 und so viele Hypers, 3, wie eben gerade rauskam, dann macht man 3 und so viele Hypers, wie eben rauskam, 3, und das macht man 64 Mal. Und das ist Grahams Number. Und die erste Ziffer von Grahams Number werden wir niemals ever erfahren, aber die letzte ist eine 7.
Und ich möchte noch darauf aufmerksam machen, schaut vielleicht in 2 Stunden nochmal ins Wiki unter Self-Organized Session, weil es wird morgen und übermorgen eventuell noch ein paar Mathe-Sessions geben, zum Beispiel zu Vorträgen zu unendlich großen Zahlen. Grams nochmal war eine endliche Zahl. Vielleicht habt ihr Spaß daran. Viel Spaß noch auf der GBN. Danke. Dankeschön. Dann, passend dazu anknüpfend sozusagen, haben wir den Joachim, der hat uns ein kleines Stand-up vorbereitet. Viel Spaß. Good evening, everybody. You're all very lucky. Tonight, I'm going to tell you how to get stinking rich. So if you're not interested in getting to know how to get stinking rich, now is the time to leave. I thought so. You can get stinking rich in 4 simple steps by creating your own cryptocurrency. Step number 1, you need a name. Like we've all heard about Bitcoin, right? But that's taken. What's better than a bit? Well, Bitcoin is also taken. Let's see, it's getting tricky. Sex sells. So maybe some salacious pun like Titcoin. Taken. Just like Vibrate or Sexcoin or Bunnycoin or Spankchain. Okay, so this doesn't work. Maybe something for the potheads out there. But even Hempcoin, Cannabiscoin and Dopecoin are cryptocurrencies that actually exist out there. Even the Christians got their own cryptocurrency. It's called Biblecoin. And you need a complete copy of the King James Bible in order to mine the coin. But they're all forgetting one important audience, and that's us. So let's call it Gulaschcoin. Step number 2. You need to find some backing, something of value to back your cryptocurrency with. So let's see, what can we do? So obvious choices would be things like, you know, US dollars or euros or gold. But if we had that, then we already would be stinking rich. So we need to come up with something else. Maybe nerdy memes. Unfortunately, nobody else out there cares about them. We could try dick pics, that might work, but there's sufficient amount of cryptocurrencies for perverts out there. So let's just skip this step. Nobody needs to back their currency anyway. Like, Bitcoin doesn't really have anything that's backing it, right? Heck, even the euro or the US dollar has no actual value behind it. It only works because we all believe in it. Just like God. Okay, step number 3. Is proof of work. Now, proof of work is not your sorry excuse when your boss catches you idling on IRC during work hours. No, proof of work is some time-consuming, hard task you have to do to create new coins. So in the case of Bitcoin, you have to find certain pre-images of a cryptographic hash function. Now, if that doesn't mean anything to you, just imagine a sweatshop full of underpaid math graduates who are all rolling 15 dice at the same time until one of them comes up with 15 sixes, and now they've created 12 bitcoins, currently worth around $100,000. So what is a hard task that we could use? How about giving lightning talks at GPN? That seems to be hard enough, like all these people who are not using the slots here. So every time somebody gives a talk at the GPN, that's 2 new goulash coins. So that was step 3. On to step 4. Step 4 is called pump and dump. Pump and dump is not the summary of a short-lived relationship to an inflatable sex doll. Instead, pump and dump is how smart people make money out of stupid people. So the idea is simple. First, we create a few goulash coins. And if you don't have anything to talk about at the lightning talks, then I'm happy to sell you some of mine. I'm sure you are too, and Thomas as well. And then we go out there and we tell everybody how great goulash coins are, how they will only go up in value, how it's the best thing for the pension funds since the Deutsche Telekom Aktie. And we do this to all the people who have no idea about finance or cryptography or goulash. And then when they all come running and want to buy our coins, we sell ours and then we're stinking rich. That's it. You can thank me later.
Wunderbar, jetzt wissen wir also, was der Exportschlager Gulasch ist. Gulasch-Bitcoins oder Gulasch-Coins. Ich glaube, da steht auch schon wieder der Nächste in der Startposition. Wir haben alles. Ich hatte nur DisplayPort oder VGA. Warte mal, guck mal. Was hättest du denn gerne? VGA oder DisplayPort? VGA oder DisplayPort? DisplayPort habe ich auch, aber kein HDMI. Warte, hier, ich habe okay. Das da. Ja. Gut. Wunderbar. Ha, solange die Technik hier läuft, muss ich wohl die Bühne noch ein bisschen rocken. Was ich da für einen Spaß dran habe. Habt ihr schon mein wunderschönes Einhorn gesehen? Ah. Es darf mich überall begleiten und es darf auch gestreichelt werden, wer das möchte. Was ist denn dein Name? Wir nehmen jeden, den du uns gibst. Okay, dann Marcel, du hast die Bühne. So, ich habe die Präsentation gerade in den letzten paar Minuten zusammengeklickert. Ich habe die eigentlich für meine Schule mal gemacht. Und zwar stelle ich euch die Turnfest-App vor. Die Turnfest-App ist die offizielle App für das Landesturnfest in Bensheim-Heppenheim. Genau, meine Themen sind eigentlich nur kurze Facts, ein paar Screenshots im Einblick. Das ganze Projekt ist Open Source. Ich habe mehrere Komponenten. Ionic ist so die Grundlage und eine Integration vom Angular-System. Was auch, also sollte auch irgendwann ein Upstream dann ein Angular-System zumindest mit einem Pull-Request hoffentlich gemerged werden. Zumindest war das auch mal angedacht beim Angular-System. Genau, und Zukunft des Projekts. Also zu meinem Start, perfekt. Das Projekt wurde 2018 im August gestartet als Nachfolger vom, das 2018 fand das Landeskinderturnfest statt und da hatte der Veranstalter mich eben angefragt, beziehungsweise ich saß im Orga-Team, hey, es wäre doch mal ganz cool, irgendwie eine App zu entwickeln. Und dann kam man auch auf die Idee der Helfer-App und die Helfer-App war wirklich speziell entwickelt für Helfer, das heißt, die Helfer konnten einsehen, welche Schichten sie hatten. Das lief damals noch komplett ohne Angular-System, sondern mit Excel-Listen und dann SQL, so ein bisschen dreckig. Und dann kam aber auch so ein bisschen die Idee, hey, die normalen Teilnehmer der Veranstaltung, die wollen eigentlich auch so eine App haben. Also habe ich mich dann kurz danach hingesetzt und habe dann die Turnfest-App erstellt, weil Landesturnfest, Turnfest, deswegen Turnfest-App. Genau. Was ich cool fand, ich wurde durch einen Arbeitskollegen zu den Usability-Testessen mitgeschleppt und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich war jetzt bei zwei Veranstaltungen dabei, beziehungsweise habe noch eine private Veranstaltung mit dem Veranstalter und ich kann die wirklich nur empfehlen, die sind kostenlos und man bekommt da echt viel Input rein und wird auch gesponsert und ja, also informiert euch, Usability-Test erst auf Google mal suchen. Genau. Mission ist, einer Non-Profit-Organisation eine günstige Alternative zu geben, beispielsweise auch CCC oder andere Konsorten, spezifische oder eventspezifische Apps zu erstellen und zu verbreiten und auch eine Integration ins Angular-System voranzutreiben. Das ist jetzt die Ansicht vom derzeitigen Dashboard. Ich zeige euch später nochmal eine spätere Ansicht, beziehungsweise die dann entstanden ist, die einfach mehr nutzerfreundlich ist, falls jemand die neue Version sehen will. Ich habe auch ein paar Testgeräte dabei. Genau, wir haben das normale Dashboard, wo wir Integration der Apps haben, der News haben. Links oben haben wir normale Sidebar und unten haben wir noch irgendwelche Buttons für okay, FAQs, Wettkampfstätten, Veranstaltungsorte und sowas. Wir haben mit der Integration vom Angular-System, ich habe für das Angular-System noch eine kurze API geschrieben, so ein bisschen wirklich dreckig, noch dreckig, ich hoffe, sie wird dann demnächst noch verbessert und kann dann irgendwann zum Angular-System hinzugefügt werden. Der User kann dann einfach nur seine Schichten einsehen, was leider nicht drin ist, weil der Veranstalter das nicht wollte, dass wir wie beim Angular-System auch eine Liste haben, okay, die Schichten sind noch frei und da brauchen wir unbedingt noch Helfer. Das wollte der Veranstalter nicht haben, deswegen ist es nicht in der Turnfest-App drin, aber der Code für die API ist so teilweise schon implementiert. Wir haben die Unterteilung in mehrere Orte. Wir haben unter anderem die Unterkünfte, das sind einfach die Schulen. Wir haben dann eine Auflistung der nächsten Bushaltestellen, weil das Ganze in einer Stadt stattfindet, beziehungsweise
dieses Jahr auch in 2 Städten und wir einfach mit Bussen zwischen den einzelnen Orten uns hinkarren. Und wir haben auch den Navigier mich hin Button beziehungsweise Bring mich hin Button. Mit dem können wir dann einfach unsere Lieblings-App auswählen, OpenStreetMap oder Google Maps, und können uns dann dorthin navigieren lassen. Wir haben eine Integration der News mit Push-Notifications für den Veranstalter sehr wichtig, weil wir dort dann auch die Ergebnislisten der Veranstaltungen publizieren können, oder vielleicht der CCC könnte oder der Kongress, die GPN könnte darüber, okay, hey, wenn ihr unbedingt noch ein T-Shirt haben wollt, wir haben gerade noch ein paar Restbestände, wenn ihr noch welche haben wollt, dann solltet ihr euch jetzt bitte anstellen. Das vielleicht ausspielen oder sowas. Wir haben aber auch noch eine Integration einer Übersichtskarte, auch mit einer integrierten In-App-Navigation. Das Ganze ist mit OpenStreetMap gelöst und einem Server für die Routenberechnung. Wir wählen dann einfach einen Start und Ziel aus und die App berechnet uns dann mit einer Internetverbindung dann uns die schnellste Verbindung aus. Das ist in dem Fall der Fußweg. Als Grundlage Ionic, als Grundlage normalerweise haben wir ja bei den Apps native App-Programmierung, also in Android haben wir Kotlin oder Java, unter iOS oder für iOS haben wir so Swift oder C ähnlich, also Swift. Und Problem ist halt, ich brauche halt zwei Entwickler oder einen Entwickler, der aber die doppelte Arbeit machen muss, weil er den Algorithmus auf der einen Seite implementieren muss und auf der anderen Seite auch wieder und hat eigentlich zwei Sachen, die eigentlich am Ende dasselbe machen. Nur für die verschiedenen Plattformen. In Ionic können wir dann einfach plattformunabhängig und da theoretisch dann auch nochmal Webseiten daraus generieren, also Progressive Web Apps oder so. Was für mich als Entwickler das einfach macht, ich habe nur eine Codebase, die ich verwalten muss und kann daraus dann native Apps bzw. hybride Apps dann generieren lassen. TypeScript, JavaScript, Angular, HTML etc. sind die Programmiersprachen. Wer sich da auskennt, dem erzähle ich nichts Neues. Wo ich wahrscheinlich den meisten nichts Neues erzähle, ist das Angular-System. Lizenziert unter der AGPL. Ich habe da noch so eine kurze API dazu gebaut, die ist wirklich noch nicht schön, muss also wie gesagt noch verbessert werden. Zukunft des Projekts mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass man das vielleicht als Idee auch auf den nächsten Kongress mitnehmen könnte, besonders in Hinsicht auf die Integration des Angular-Systems, weil das zumindest auf GitHub mal so angedacht war, hey, es wäre doch mal cool, wenn wir da auch vielleicht eine App hätten und so. Ich fände es auch ganz praktisch. Einbettung von Sponsoren, weil da hätten wir die Möglichkeit, selber einerseits Geld zu verdienen, andererseits geben wir dem Veranstalter auch eine Möglichkeit, Geld wieder reinzubekommen, weil normalerweise ist die App ohne Sponsoren für so eine Non-Profit-Organisation eigentlich ein Minusgeschäft, und theoretisch mit Sponsoren hätten wir die Möglichkeit, ein Plusgeschäft daraus zu machen und trotzdem sogar als App-Entwickler noch dazu was verdienen. Also entweder könnte das noch irgendeine Agentur machen oder man macht das so nebenberuflich und ein bisschen Taschengeld oder so. Und eine bessere Einbindung vom Angular-System einfach nur. Und das dann auch nicht nur auf Sportveranstaltungen auszurichten, sondern auch auf normale Events. Ich habe einen Screenshot noch gefunden, wie das am Ende aussieht. Das ist jetzt die neue Oberfläche. Das ist jetzt quasi die Detailansicht der einzelnen Orte. Die ist zumindest benutzerfreundlicher, laut den Tests. Falls jemand das sehen will, kommt einfach auf mich zu. Ich bin auf Telegram unter @clevero, auf GitHub auch unter @clevero zu finden. Falls jemand beim Turnfest zwischen 19. und 23. Juni noch Zeit hat und unbedingt Felix Sehen sehen möchte, den haben wir auch, und die ganzen anderen Acts. Ich würde mich freuen, wenn mal vielleicht mal ein bisschen drüber schnacken könnte. Genau, das war die Präsentation. Dankeschön. Das war doch mal ein ganz interessanter Einblick. Das Angular-System kennt ja, glaube ich, mittlerweile relativ viele. Das wird ja auch hier mit dem Troll-System benutzt. Und von daher ist doch ein netter Vortrag. Wer hat denn jetzt noch Lust, oder gibt es noch jemanden, der Interesse hat, die Bühne hier zu nutzen? Wir haben jetzt gerade noch etwas Zeit in dem Slot, das heißt, selbst wenn ihr nur einen kurzen Abriss machen wollt, wäre das jetzt eure Gelegenheit. Dann
bin der Matze. Ich wollte eigentlich nur kurz... Jo, WLAN, komm schon. Genau, ich wollte nur kurz auf die Tübix aufmerksam machen. Tübingen Linux-Tag am 6. Juli. Ein Tag, Samstag morgens um, ich glaube, 9.30 Uhr geht's los. Das Programm kam heute online, vor 3 Stunden oder sowas. Wir haben noch Plätze für Lightning Talks, haha. 15 Plätze dürften noch frei sein oder so. Ansonsten proppevolles Programm von morgens 9:30 Uhr, glaube ich, bis abends um 7:30 Uhr. 7 Tracks, Kinderbetreuung, Grillen oder irgendwie sowas in der Form ist auch mit drin. Kommt zahlreich, kommt viel und genau, es gibt dann auch abends immer noch so ein bisschen was zu trinken und geselliges Beisammensein. Dankeschön. Das nächste Event. Okay, also der Einwurf, es gibt noch ein Observatorium, wunderbar. Das heißt, es lohnt sich doppelt hinzufahren. Das nächste Event ist also geritzt. Wer hätte denn noch Lust, was zu erzählen? Traut euch, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Keine Freiwilligen. Oh doch, da kommt doch noch jemand. Ich habe es auch gerade zusammengefriemelt, ist ein bisschen improvisiert. Ja, hier. Hallo. Ich habe es auch gerade zusammengebastelt, ist ein bisschen improvisiert. Mein Interesse ist eher die Kommunikation. Die kulturelle und philosophische Seite der Kommunikation. Überschrift, was hat Xi Jinping und Heraklit miteinander zu tun? Vor ein paar Wochen war ich hier und habe eine Führung gemacht durch Open Codes. Einer der Guides hat dann gemeint, hinter der Oberfläche ist ein stetiger Fluss von Daten, den sieht man nicht, aber der verändert sich immer. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und habe bei Heraklit was nachgelesen. Und da ist ja dieser allgemeine Spruch, alles fließt, aber das ist nur eine Popularisierung. Tatsächlich steht das bei Heraklit nicht. Da steht Folgendes. Wir steigen in denselben Fluss und wir steigen nicht in denselben Fluss. Wir sind dieselben und wir sind nicht dieselben. Mich hat daran interessiert, dass die Bewegung nicht das Primäre ist, sondern die Gegensätze. Möglicherweise sind die Gegensätze immer nur eine vorübergehende Auflösung von Gegensätzen, die sich auskristallisieren. Was hat das mit autoritären Systemen wie Russland oder China zu tun? Dort können sich Gegensätze nicht auskristallisieren. Ich habe im Economist gelesen, dass Putin Russland vom Internet abschotten möchte. Das hat er schon mit einzelnen Regionen getan. Ich habe auch gelesen in der New York Times, dass Xi Jinping das mit den Uiguren gemacht hat. Wir haben es mit Gesellschaften zu tun, die in China, die sind sehr technikaffin, an der Oberfläche bewegt sind, aber darunter eher erstarrt. Ich habe was gelesen in der New York Times, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Die Chinesen haben innerhalb von wenigen Jahren den 7. Impfstoff-Vakzinskandal. Und zwar ist bei dem letzten Skandal, beim 7., in irgendeinem Provinzkrankenhaus der Impfstoff verdorben, weil sich niemand entschließen konnte, den anscheinend in den Kühlschrank reinzutun. Die treffen überhaupt keine Entscheidungen mehr aus Angst, etwas falsch zu machen. Und da haben wir also Dinge, wo man sagt, okay, da habe ich gar keine Bewegung. Ich denke, in der modernen Gesellschaft, in der wir leben, haben wir oft Dinge, die gehen nicht in ein. Die sind, sagen wir mal, sind Widerstände, an die man aushalten muss. Die identitären Bewegungen und dieser ganze Kram, die wollen das nicht aushalten. Aber Bewegung, richtige Bewegung, die lebt vom Gegensatz. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das, was ich gelesen habe, wir sind dieselben und wir sind nicht dieselben. Wir steigen in denselben Fluss und wir steigen nicht in denselben Fluss. Das heißt, die Gegensätze bleiben erhalten und aus dieser Spannung kommt die Dynamik. Also fertig bin ich noch nicht mit dem Gedanken, aber das ist es, worüber ich gerade nachdenke. Vielleicht kann ich euch anregen. Danke. Das war doch gerade eigentlich ein sehr schöner Übergang sozusagen zu unserem Thema von der GPN, denn bei uns, wenn der Datenfluss nicht läuft, dann ist wohl der Content gerade aus legal reasons unavailable. Du magst? Gern. Dann der nächste. Pult? Perfekt. Ich hoffe, dass es hier klappt. Hi, ich bin Christoph.
Ich hoffe, das hier mein das Displayport. Okay. Ja, der Baum brennt noch nicht. Das geht. Okay, da. Okay, jetzt muss ich es noch auf Mirror stellen. Ja, ich würde gerne über Performance reden. Ich mag eigentlich ganz gern Performance und ich mag eigentlich auch ganz gern, wenn ich irgendwie mein Display hier hinkriege. Mirror. Und für Performance gibt es ein wunderschönes Tool in Linux und das heißt Linux Perf. Da habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht und das würde ich euch gern zeigen. Sieht irgendwie schlecht aus, oder? Ah, okay, ich versuch's. Nightlight. Turn off. So. Und zwar ist es hier so ein kleines Beispiel, das ist in Qt geschrieben und das kennen vielleicht viele, das ist das Apfelmännchen, ja, so ein Mandelbrot-Beispiel. Und man merkt vielleicht, wenn ich das starte, es dauert irgendwie ewig lang, ich weiß nicht, was ist jetzt da wirklich langsam dran. Ich habe hier auch Code, ja, hier so CPP und so, das ist in C++ geschrieben und mit Qt, aber ich würde gerne rausfinden, was ist jetzt quasi langsam da dran, was ich jetzt hier gemacht habe. Und da gibt es was, ein cooles Tool, das heißt Linux Perf. Mit Linux Perf kann man sich Programme angucken, während sie laufen und den Computer mit speziellen Zählregistern zählen lassen, was jetzt eigentlich quasi lange dauert und so ein bisschen Statistiken über die Ausführung sozusagen sammeln. Die einfachste Sache, die man da machen kann, ist perf stat. Das sind die Statistiken über das Programm. Das schreibe ich jetzt einfach mal davor. Perf stat. Das kann man mit jedem Programm machen, also ls zum Beispiel. Ja, kriegt man so ein paar Informationen hier drüber. Ich mache das mit perf stat / Mandelbrot. Genau. Ja. Okay. Lab Mandelbrot heißt es. Besten Dank. Lab Mandelbrot ausführen. Laufen lassen. Und jetzt sehe ich verschiedene Sachen über mein Programm, zum Beispiel, wie viele CPUs habe ich denn gebraucht in der Zeit, wo das gelaufen ist, wie oft muss ich Context-Switches machen, ja, wie oft ist ein anderes Programm drangekommen, wie oft ist es zwischen Cores hin und her gewechselt, Page-Fault, Cycles, Instructions, Branches und so weiter. Am Ende sehe ich auch, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich meine, jetzt habe ich es per Hand abgebrochen, aber hier kriege ich jetzt quasi raus, okay, so lange dauert es erstmal insgesamt. Das sagt mir jetzt erstmal was über das Programm aus. So, okay, das Programm dauert lange zum Laufen. Also ich habe auch so eine Variante mit minus B, generiert ein Brot, nämlich 1. Das wäre jetzt ein Mandelbrot und das dauert jetzt hier zum Beispiel 0,6 Sekunden. Okay, jetzt weiß ich aber im Programm noch nicht, wo genau im Programm ist es eigentlich langsam. Und da gibt es was Cooles, das heißt perf record und jetzt brauche ich einen call graph, also eine Art und Weise herauszufinden, in welcher Funktion war ich denn, als ich quasi Kosten verursacht habe. Minus minus call minus graph und dwarf ist die Variante, wie man die Dwarf-Symbole, das sind die, die der GCC in C-Programme einbaut, dazu nutzt, um Debug-Symbole zu bekommen sozusagen, um das Unwinding später auch machen zu können. Und das, genau, kann man damit machen. Jetzt, wenn ich jetzt damit lab mandelbrot minus b1 ausführe, dann recordet der mir so eine Datei und da kann man mit perf report reinschauen, zeige ich kurz. Das ist sehr unübersichtlich, ich mache es auch sofort wieder zu. Escape, yes, okay. Denn dafür gibt es ein cooles Tool, das wollte ich auch vorstellen. Das hat ein Kumpel von mir und ich zum Teil auch mitgeschrieben. Das heißt Hotspot. Und mit Hotspot kann man jetzt in dieses reinschauen in dieses Programm. Und der coolste View davon ist der sogenannte Flame Graph. Muss ich kurz erklären. Ganz unten habe ich meine Main-Funktion, da wo ich in mein Programm einsteige. Und dann habe ich halt alle meine meine Programmteile, meine Funktionen, die sozusagen kommen, die jetzt aus meiner Main ausgerufen werden. Also man sieht hier in der Main, habe ich einen Teil der Main, sagen wir mal, von diesen 88% meines kompletten Programms geht ein Teil, nämlich 8,3% meines kompletten Programms in diese Q-Application, das ist da das, was es malt, und ein größerer Teil, nämlich 79% geht in dieses Draw Mandelbrot, das ist das, was dieses Mandelbrot eigentlich ausrechnet. Genau. Und
Hier kann ich jetzt also sehen, okay, in meinem Draw Mandelbrot brauche ich in Standard-Apps besonders viel Zeit, nämlich 48% meines kompletten Programmteils sozusagen. Und dann nochmal in Standard-Komplex, Mull, Double-Komplex, dritte Implementation-Variante. Genau, brauche ich halt auch einen gewissen Anteil. Und jetzt kann ich hingehen und rechtsklick zu Caller-Callee gehen und kann direkt die Zeile im Code finden, wo mein Programm jetzt sozusagen diese Zeit gebraucht hat. Und Live-Coden ist immer schlecht, aber das mache ich jetzt trotzdem. Vim, Mandelbrot. CPP. Wir haben gesehen, dass Standard-Apps, das kostet uns relativ viel Zeit. Vielleicht kann mir jemand helfen, der besonders gut Mathe kann, wie man das vielleicht ein bisschen schneller implementieren könnte hier. Also ich vergleiche hier ein Absolut von einer komplexen Zahl gegen die 2. Naja, vielleicht kann ich da ja auch was anderes machen. Vielleicht mache ich einfach mal den, vielleicht ich cheate einfach mal vorher. Z.real mal Z.real. Plus z.imag mal z.imag. Das ist quasi jetzt quasi den Satz des Pythagoras verwenden, ohne die Wurzel zu ziehen. Und dann muss ich halt gegen 4 vergleichen. Okay, mache ich. Dann gehe ich 1 hoch. Make. Ich hoffe, das ist kompiliert. Dann gucke ich, dass das Mandelbrot auch immer noch so aussieht, wie es aussieht. Genau, ich gehe wieder nach Source, Lab Mandelbrot. Ja, ich sehe auch, es ist tatsächlich, sieht immer noch genauso aus wie vorher. Und wenn ich jetzt nochmal per Record mache, es nochmal einmal anschaue und dann dort in die Daten reingucke mit Hotspot, dann sollte ich sehen, dass jetzt MullDC tatsächlich mein größtes ist, dass ich jetzt echt diesen Teil rausgekriegt habe mit diesem Standard Hypot oder so, der eben sehr, sehr viel gekostet hat, mich sozusagen. Ja. Also dieser Talk sollte euch einfach nur zeigen, nutzt Perf, Linux Perf, um Performance-Probleme in Programmen rauszufinden. Und wenn ihr die geil dargestellt haben wollt, dann nutzt Hotspot, ist Open Source, geht auf GitHub, ladet es euch runter. Okay. Das war doch gerade noch nice. Cooler Tipp, danke. Haben wir noch jemanden, der Bock hat, die letzten Minuten des Lightning Talks dort zu nutzen? Oh yeah, dann. Das ist jetzt eine gute Frage. Warte mal, guck mal, das sind die Dinger, die wir haben. Aber I think, ah, wait. Nein, das, das ist so USB-C oder was hast du? So normal, Mikro. So komisch. Nee, das ist doch USB-C. Aber das nein, ist das ist nicht C. Vergiss es. Ich glaube nicht. Handy anschließen? Was nee, ist so. Okay, dann, was verzieht, würde ich sagen, du darfst dich noch mal kurz hinsetzen, weil es gab noch eine zweite Meldung. Dann hast du jetzt das Glück und darfst schon mal vor. Du brauchst? Ich brauch nichts. Du brauchst nichts. Wobei, vielleicht irgendein Beamer-Anschluss wäre natürlich schon mal. Ja, jetzt haben wir nur einen neuen Standard. So, habe ich's denn? Ah. Ich wollte über das Thema Update All the Things reden. Ich weiß, Hand aufs Herz, das tun wir alle ungerne. Es gibt wenn ich einen Fokus hätte, es gibt ein Tool namens FEUPD, das kennen manche, das Ding updatet eure Firmware. Das ist so derartig einfach.
Das funktioniert im User Space. Das Ding lädt das Ganze in UEFI rein. Ihr rebootet das Teil. Ihr updatet eure Firmware. Das Ganze ist unterstützt von den meisten eurer gängigen Hersteller. Das heißt, es funktioniert auch ohne weitreichendes Berechtigungskonzept. Das, ihr müsst nicht mehr root werden. Also meistens. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr schätze, ist Unattended Upgrade. Das Ding startet in einem Debian. Ich meine, ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Your results may vary. Aber der Grund, was daran gut ist, ist, es funktioniert. Ihr könnt das Ding einmal konfigurieren. Es updatet eure Distribution, die ganzen Updates, jedes Mal, jeden Tag. Im Zweifel könnt ihr es sogar euer System durchtreten lassen, ein Beispiel von eurem Server, und Hand aufs Herz, euer Server ist meistens nicht up-to-date, wenn ihr es manuell macht. Dementsprechend, ich hatte in all den Jahren, fünf sind es inzwischen, hatte ich noch nie Probleme, weil real die Debian-Maintainer einen guten Job machen, 98,99999% der Fälle, und dementsprechend automatisiert eure Updates. Ihr wollt euch nicht darum kümmern. Es ist ein Riesenhassel, wenn ihr es manuell macht. Es funktioniert in der Praxis nie und ja, es ist sehr, sehr angenehm. Deswegen mein klares Plädoyer, guckt, dass ihr eure Systeme automatisch aktualisiert und vielleicht sogar Firmware-Updates einspielt. Das ist jetzt so einfach wie nie. Vielen Dank. Unattended Upgrades oder das EFI-Update? Was heißt stabil? Du kriegst vom Hersteller ein signiertes Blob-Ding. Das kannst du... ja, so ist es. Ich meine, eine aktuelle Firmware kannst du ja nicht mehr einspielen, wenn sie nicht herstellersigniert ist. Dementsprechend, also... in einer idealen Welt, in der Firmware-Signaturen überprüft und sauber verifiziert werden. Aber du weißt, wo ich hin will. Also es ist so vertrauenserweckend, wie dein Hersteller seine Firmware-Updates nun mal sind. Ich persönlich würde trotz allem, ich meine, ihr kennt das sicherlich mit den guten Instruction-Updates, die ihr dann immer mal wieder, wenn Intel bemerkt, dass das ihre... Hyper-Threading-Architektur vielleicht nicht 100% sicher ist. Also ich meine, man kann es natürlich ausschalten. Ich äußere mich dazu nicht, das kompromittiert mich nur. Es ist relativ stabil, es ist relativ sane. Es ist so sane, wie Firmware-Updates halt immer sind. Du hast ja in einem Laptop hast du da hinten dran eine Batterie hängen. Das ist sehr, sehr schwierig, damit deine Hardware kaputt zu kriegen, aus meiner Sicht. Ich muss dich jetzt leider runterbücken. Oh ja. Du hast es jetzt, glaube ich, geschafft, ne? Dann nochmal einen Applaus. Wunderbar. Dann haben wir jetzt unseren letzten Talk für heute, in den Lightning Talks zumindest. Viel Spaß damit. Das ist wohl doch kein so stabiles Setup. Naja, dann sehen wir halt nichts. Egal. Oh Mann, ich habe noch nie einen Vortrag öffentlich gehalten. So rum? Jetzt ist so. Wir haben ein Bild. Okay. Meine Schule hat einen tollen Vertretungsplan. Der sieht ungefähr so aus. In der Original-App war er noch viel kleiner. Ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen haben. Jedenfalls dachte ich mir, da könnte man noch mal eine bessere App für schreiben. Also das ist ja so nichts, das hat man eine blöde Tabelle, muss man ewig rumscrollen, bis man das findet, was man sehen möchte. Ist so nichts. Also haben wir eine
schöne Tabelle. Da dachte ich mir, könnte man erstmal so eine Tabelle so in der App anzeigen, dann ist es schon mal größer und nicht so winzig klein, wie auch immer die es geschafft haben. Dachte ich mir, könnte man eigentlich auch auslesen, braucht man ja eigentlich nicht so in der Tabelle haben. Könnte man ja eigentlich auch eine schöne Liste haben, die kann man dann auch filtern. Und dann sieht es so aus, dann ist es viel kürzer, weil nur noch das dasteht, was man möchte, wenn man den Filter anschaltet. Dachte ich mir so, wenn sich das Passwort ändert, muss man ein neues Passwort eingeben können. Und ich dachte mir, das könnte man eigentlich mal auf Android stellen. Dann habe ich gesagt, aber geht nur für meine Schule, sonst geht's nicht. Und dann hat es jemand runtergeladen und gesagt, ja, aber wäre irgendwie doch schön, wenn es für meine Schule besser gehen würde. Habe ich gesagt, ja, können wir machen. Bei dem gab es mehrere Seiten, dann dachte ich, ja, müssen wir die Seite umschalten können. So, natürlich ging der Tabellenleser dann bei ihm nicht. Muss ich einen extra Tabellenleser für schreiben, dann hat er einen eigenen Tabellenleser gekriegt. Meine Cousine, die hatte so einen tollen Plan, der aus Bildern besteht, weil, ja, die haben das zwar im System auch digital, aber, Moment, wenn ich mal kurz mich als in ihrem System anmelde. Im System ihrer Schule, meine ich. So, hier schöne Bilder. Hier unten ist auch der Umschalter, der auch zum Einsatz kommt, wenn man mehrere Seiten hat. Ja, kann man zwar nicht auslesen, weil Tesseract hat das nicht so gern, wenn man durchgestrichenen Text hat, weil die Striche irgendwie leaken, die Tabellen haben soll. Aber ja, so haben wir dann die Bilder halt. Man muss anders als bei der offiziellen App nicht jedes Bild nacheinander runterladen, sondern kann auch diesen tollen Slider hier bis ganz zum Ende schubsen und es ist ein wenig praktischer. Dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt aber im Bus sitze und es ist irgendwie offline, dann ist es irgendwie blöd. Und deswegen kann man hier auch Offline-Modus. So. Ja, ist irgendwie cool. So, und dann was offline. Ja. Das war meine Vertretungsplan-App. Voll gut, danke. Und vor allen Dingen danke für die Hilfe, die sofort geklappt hat mit dem Bildübertragen. Das war's für heute mit den Lightning Talks. Danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank für alle Vortragenden. Das war ein super Programm und viel Spaß heute noch.